Entspannte und angstfreie Kinder beim Zahnarzt? Das ist heute möglich. Wir wollten wissen, wie das geht und trafen die Zahnärztin Dr. Bauer in der Nähe des Zehndorfer Playmobilands auf dem Kinderparkspielplatz. Der angstfreie Besuch zum Zahnarzt ist für Kinder möglich. Das erleben wir Tag für Tag. Ihr Trick ist ganz einfach. Sie beruhigt die Kinder mit einer Art Hypnose. So lässt sie kleinere Kinder zum Beispiel gerne in Büchern nach Tieren suchen. Dabei versinken sie in ihrer Bilderwelt und bekommen dann von der Behandlung einfach weniger mit. Sind auch welche versteckt? Wollt ihr weiter suchen? Schauen wir uns mal an, wie das so in der Praxis funktioniert. Wir legen viel Wert in unserer Praxis auf schonende Behandlungen für Kinder. An der ersten Stelle sind die Behandlungen unter Hypnose und die Behandlungen mit Laser. Eine Möglichkeit ist der Einsatz eines Buchs, gerade bei kleineren Kids. Das beseitigt Berührungsängste mit dem Zahnarzt und führt zu einer entspannteren Behandlung. Eine andere Form nutzt ein Stofftier an der Hand des Kindes. Frau Dr. Bauer nimmt hierfür Schnappi, das Krokodil oder einen Hasen. Und so geht's. Die Kinder halten einfach die Hand oben und das ist sogenannte Handkatalepsie. Und auch wenn die Behandlung am Ende ist, die Kinder bleiben einfach mit der Hand in der Luft. Und das finde ich klasse, wie die Kinder einfach auf einmal weg sind. Dann kannst du einfach den Hase anschauen. Diese Hypnose wirkt sofort. Der Junge bleibt daher bei der Behandlung ruhig und entspannt. Sehr schön. Mario bekommt eine Füllung. Auch bei ihm wendet Frau Dr. Bauer die Beruhigungstechnik mit dem Stofftier und den Bildern an. Wie man sieht, es funktioniert. Das funktioniert deswegen, weil das Gehirn gewissermaßen ausgetrickst wird. So sieht Mario nur die Delfine, soll aber Schlangen finden. Das beschäftigt das Gehirn intensiv und Mario ist abgelenkt. Und Mario hat alles gut überstanden. So. Liebe Kinder, liebe Eltern, ich werde mich demnächst sehr freuen, euch hier bei uns in der Praxis begrüßen zu dürfen. Und für Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung.